Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute einmal seht ihr, wir sind auf einem Baukanal gelandet und das ist nämlich der Kanal von Kukilka, ein kleiner YouTuber, also ein mittelgroßer YouTuber würde ich mal sagen, der eben ein Event gemacht hat, mit dem man, wo man der Gewinn ist sozusagen, dass man ins Bauteam darf und eben bei seinen weiteren Projekten als Bauer mitwirken kann und ich habe mich mal ein bisschen beworben und ihr seht, das hier ist mein Haus, also meine kleine Festung und das Ganze war ziemlich aufwendig und genau deshalb, bevor das Ganze gelöscht wird, nämlich heute Nacht wird das Ganze, geht der Server offline und ja, dann ist das höchstwahrscheinlich alles weg und dass ich gewinnen werde, ist höchst unwahrscheinlich, würde ich mal sagen, weil einfach schon, ich zeige euch dann noch nachher so richtig meine Favoriten und so, denn es geht da ewig nach, da sind wirklich hunderte bis tausende Gebäude entstanden und ja, da wirklich zu den glücklichen 6 Gewinnern zu gehören, das wird auch mehr ein bisschen Glückssache und Geschmackssache und ja, aber ich fange mal an mit meiner kleinen Tour und wie ihr seht, das Ganze ist auf so einem kleinen Berg gebaut, den ich selbst gebaut habe. Und ja, hier ein Wasserfall und ein Durchgang. Und ihr seht es auch von dieser Seite, es sind überall diese kleinen Häuser, wo man auch reingehen kann. Und ja, ich zeige es euch dann sofort von innen. Und ja, wir gehen mal in das erste Haus hinein und ich habe mich mit der Einrichtung habe ich mich ein bisschen gespielt, das heißt ab und zu ein bisschen was hin, aber nicht übertrieben, weil ich auch keine Zeit hatte dazu und hier eine kleine Küche und ja, es ist auch die größte Herausforderung ist einfach, man hat extrem wenig Platz, das Ganze ist nur keine Ahnung wie groß und da kann man halt muss man halt viele Sachen klein machen, wie diese kleine Schmiede hier. Und so, hier mich ein bisschen gespielt mit ein bisschen Verzierungen. Und hier geht es eben wieder raus in den, also einen Weg nach unten voran an dieser, ich würde mal sagen, mittelmäßig guten, schlechten Birke. Und ja, man kann auch hier eben so einen kleinen Durchgang nachgehen, eben an dem Wasserfall vorbei und so durch den Berg durch und da, hier sind Diamanten, hier ist die Diamanten- und Smaragdhöhle und so, warte mal, hier gibt es einen kleinen Aufgang, da kommt man dann in die höheren Gefilde, zum Beispiel, hier zum Beispiel sind wir da unten, also wir sind jetzt weiter oben und hier kann man zum Beispiel noch rauf und ein bisschen die Aussicht genießen, welche leider nicht so existiert, also dieses riesige Wasserteil hier. Und hier kommen wir rauf in den Turm, fliege ich mal schnell rauf. Der ist ziemlich hoch, also man sieht schon überall, also man sieht schon ziemlich weit und so. Und hier ist auch noch ein kleiner Miniturm, in dem man leider nicht rein kann. Das habe ich noch nicht gemacht, aber theoretisch könnte ich es machen. Und so, das war jetzt mal alles von außen und so. Und jetzt geht es noch ein bisschen rein. Und tam-tam, hier sieht man eben, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das darstellen soll oder was das werden soll. Ich wollte hier ein bisschen eine Schmiede bauen, aber dann hat mir einfach der Platz gefehlt. Und dafür eben geht es hier nach. Und ich habe mich hier ein bisschen mit der Beleuchtung gespielt. Das heißt auch hier zum Beispiel eine kleine Bodenbeleuchtung, die eben, was ich finde, ganz, ganz toll aussieht eigentlich. Und hier kommt der Weinkeller, der eben... ich habe versucht, das Ganze so stimmig wie möglich zu machen. Und auch hier mit einem kleinen Fass und so und mit dem ganzen Weinregalen.
und auch alles beleuchtet. Und ja, da kommt man raus. Und dann ist man wieder hier bei dem Wasserfall. Und ja, das Ganze, das war jetzt schon das meiste eigentlich, also fast alles. Und ich habe vor, euch noch ein bisschen mehr die anderen Projekte zu zeigen, denn ich glaube, meins ist so schön. Also, es ist eines der besseren, aber es gibt schon manche, die wirklich übertrieben stark sind, und die werde ich euch jetzt zeigen. So, hier zum Beispiel seht ihr einfach wirklich detaillierte, schöne Häuser. Zum Beispiel auch hier, das zum Beispiel ist ziemlich so auch so randomisiert oder wie man das nennt. Das heißt ziemlich, wie es halt auch so beliebt ist bei den Map-Creatorn. Und das zum Beispiel finde ich ziemlich beeindruckend. Das hier ist so eine, keine Ahnung. Eben auch so eine kleine Ruine, so eine Burg und so. Und das ist einfach alles viel aufwendiger als meins, weil man so sieht, einfach tak, 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 tak. Alles ein bisschen durcheinander gemischt. Und hier zum Beispiel seht ihr einen meiner Favoriten eigentlich. Eben hier dieses asiatisch angehauchte Haus mit wunderschönen, wundertollen Bäumen und hier oben eben der chinesische Drache. Und ja, alles ziemlich detailliert und ziemlich auch elegant und anspruchsvoll. Und so, ich glaube, ich werde mal den Chat ausstellen und vielleicht. So, dann seht ihr alles besser und im Vollbild. Und ja, diese kleinen Mini-Dings. Aber eben der Server ist wirklich dafür, dass es kein riesiger YouTuber ist, ist eigentlich, ist es wirklich, war die Community wirklich übertrieben eifrig. Und keine Ahnung, wie viele tausende Gebäude hier stehen. Und es werden nur sechs ausgewählt. Das heißt ja, die Chance, da genommen zu werden, ist ziemlich gering. Die zum Beispiel finde ich ziemlich geil. Also das ist von Five Nights at Freddy's. Und der ist wirklich gut gemacht. Und das zum Beispiel finde ich ziemlich. Also das ist mein Favorit. Muss ich mal sagen. Also das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch eigentlich. Einfach so eine richtige typische Survival Map. Hunger Games Map, keine Ahnung. Ja, ich würde mal sagen Hunger Games Map. Und ja, man sieht eben, die haben sich so viel angetan, eben alles zu randomisieren und nichts irgendwie einfach nur unverziert zu lassen. Und ich glaube, der kommt ganz fix ins Bauteam. Und auch hier wieder das zum Beispiel, auch wieder ganz derselbe Style. Und ja, keine Ahnung, ob ich da mithalten kann, aber ich glaube jetzt noch nicht, dass ich mithalten kann. Aber ich hab meine Leidenschaft fürs Bauen wiederentdeckt und das war es mir wert. Und oh mein Gott, der Drache zum Beispiel. Es sind einfach wirklich so viele gute dabei, dass einfach auch die besten, dass auch von den besten nicht sicher ist, ob die überhaupt ins Team kommen. Und der Drache zum Beispiel ist auch so richtig gut gemacht einfach. Auch wirklich elegant, aufwendig und ja, kann man nichts meckern. Darunter einfach so normale Häuser, die eigentlich extrem gut gebaut worden sind, die verblassen da. So, und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass der Server nicht völlig abgeschalten wird, sondern eben die schönsten Bauwerke noch zu sehen sind am Ende oder auch vielleicht in den fertigen Server integriert werden. Und ja, wenn der neue Server herauskommt, dann werde ich
mit Hey Leute, das war es auch schon und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe wirklich, dass sie den Server nicht einfach abschalten, denn manche Gebauten sind wirklich zu schön, um einfach wegzuwerfen, das Ganze. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Video. Lasst ein Abo da und ciao!